oder? Weg. Oder? Irgendwo auf einem Weg noch verstreut. Bei King Cruise Schatzkammer habe ich alles mitgenommen. Glaube ich. Boah, das Soundlag, das ist abartig. Benton, du hast recht, ich und Bananen. Die kleinen Bananen werden keine Freunde. Wohl auch nie werden. Auch keine. Eine Staude fehlt mir. Das grenzt an Perversion. Ich schaff's zum ersten Mal auf die Lianen. Auch nix. Ich weiß nicht, bringt zwar nichts, aber mit dem 5er tue ich mich da in diese Höhle rein. Teleporten. Hat es da irgendwas auf sich? Hat hier irgendwas? Wäre auch zu schön gewesen, oder? Gleich die Lösung zu finden, weil dann hätte ich mit Lanky hier komplett. Das wäre ja viel zu schön gewesen. Und hier. Nehmen wir hoch. Dran. Okay. Ist der große Bruder von Klapptrap, aber hat den gleichen Sound wie. Zieht mich in die Höhle rein. Hier war ich sicher schon mit Diddy, weil ich die Parts nicht nie gucke, die ich vorher mache. Das ist doch irgendwo. Ich finde es ja toll, dass sie sich so Mühe geben mit dem Bananen. Problem ist, finden, wo sind die, durch diese Bananenstauben? Ich ziehe jetzt mal zwei Hits. Aber irgendwo muss ich doch diese Bananen finden. Gibt's diesen Slime? Ich kann mich erinnern, hier habe ich alles abgekratzt. Und beim alten Sack habe ich auch alle Bananen mitgenommen, weil dort waren ja die meisten. Selbst die mitgenommen, die mir aus Unachtsamkeit mitgehen ließ. Das kann doch nicht sein. Oh, nehmen wir sie hin. Sind die letzten Bananen. Sind, ist eine Staude. Hm. Da ist sicher das Diddy-Fass drauf. Jeder weiß. Ich gehe trotzdem drauf. Ich komm hier. So ist das Game so hart zu mir. Was habe ich ihm gemacht? Ich sag's nochmal, 5. Da hinten gab's keinen. Habe ich wirklich eine Staude in Grey Rules? Schatztempel vergessen? Das kann doch gar nicht wahr sein. Dort alles durch. Man spring doch! Voll Idiot. Sehr, sehr freundlich. Mann, ist das ein langweiliger Part. Ich muss es selber sagen. Ich einfach zu blöd bin, 5 Bananen zu holen. Wirklich der einzige Ort, den ich noch in den Sinn komme, ist King Cruise Schatztempel. Wenn sie dort nicht sind, keine Ahnung, wie sonst sein soll. Woo!
Hier waren ja so die vier letzten Diddy-Bananen. Wirklich, das ist das der letzte Ort, wo ich noch glauben könnte. Hier sind irgendwelche. Keine Bananen. Seht ihr, sobald ich jemanden angreife, get out. Weiß der Bescheid. Nein, da hat's... Ich weiß nicht, wo die sind. Ich weiß es nicht. Pickelhart, ich hab keine Ahnung, wo die sind. Aber solange der nicht weiß, dass ich da bin, kommt da auch nicht mit seinem Laser. Doch. Get out. Nein, da hat's keine Banane mehr für Funky. Der weiß jetzt immer, dass ich komme mit seinem... Der ist immer an... Da hat es schon von King Cruel einen Faust, einen Kinnhaken bekommen. Jetzt ist er auch verhut. Nein, da hat's keine Banane. Ich weiß es nicht. Oder er rutscht ins Verderben. Hoppla! 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 Kriegt mich nicht. Ich weiß es nicht, wo die letzten Bananen kommen. Ich hab, weiß es einfach nicht. Und ich werde jetzt auch nicht 100 Jahre weitersuchen. Vielleicht, wenn ich sie finde, dann okay, werde ich es bei der großen Komplettierung am Schluss nochmal mit einbeziehen. Aber im Moment, ich finde sie einfach nicht. Hier kann ich nämlich jetzt rein mit Tiny. Ist der... Oh. Kamera. Danke. Okay, ich mache hier einen kleinen Schnitt, Jungs und Mädels, und wir sehen uns im nächsten Part. Ich verspreche, dieser Part wird ein bisschen spannender. Aber nur ein bisschen. War hier nicht immer ein Ballon für Tiny? Oder nur für Lanky? Für Diddy meine ich. Da war einer. Wie habe ich eigentlich mit ihr? 70. Wie fehlen noch mehr? Für sie müsste ich ja sowieso in den Lama-Tempel. Was ich voll Idiot natürlich wieder nicht gemacht habe. Nein. Rüber. So, in einem Lama-Tempel war ich doch auch schon. Ich hab alle Bananen mit ihr. Ich sage jetzt nicht auch, für sie fehlen mir jetzt auch. Für sie fehlen mir 30. Aber es gab da keinen Blumen. Bei K-Rule war auch nichts. Ja, okay. Lama-Tempel waren da mit ihr dort in dieser Nische unten. Ah, ich war doch im richtigen Tempel. Ja, ich habe nur wieder nicht geschnallt, dass ich... Ja, tut mir leid. Ja, ich bin im Moment ein bisschen verwirrt. Also, ja. Ich habe so viel geflucht bei diesem blöden Käfer. Dass ich es schlicht einfach vergessen habe. Noch in die geheime Passage rein können. Es gibt ja dieses Tiny Fast hier.
Nein, da war ich auch schon. Ich habe ja alle Bananen für sie. Naja. Genau, für sie machen wir nur die Teile. War schon richtig, doch, doch. Wie gesagt, jetzt fängt auch bei ihr wieder die Bananensuche an. Das ist das, was ich hasse. Wenn man Donkey Kong die goldenen Bananen eigentlich hat, aber die kleinen Bananen ums Verrecken nicht finden kann. Kann die Suche eingrenzen. Die reichste von allen. Ey. Auch die Finanzberaterin der DK-Inseln. Wir wissen ja auch wieso. Lieber mal Granaten sehen wollen. Nichts zu sehen. Und hinten beim Stein werden dann grüne Bananen. Boah. Und weh. Ja, sind wir wieder hier im Altbekannten. Ja, ich könnte eigentlich nur noch Bananen im Namen. Ich habe alle mitgenommen. Und im King Crew Schatzkammer haben wir geguckt, da war auch nichts. Muss wirklich sein, dass ich schon unter Alt sein werde. Vielleicht sollte ja darüber keine Witze machen. Eine ernstzunehmende Krankheit. Und manchmal habe ich wirklich ein bisschen das Gefühl. Wissen müssen und denke mir dann immer, wo könnten diese letzten Sachen sein? Für Tiny bei dieser Plattform, das habe ich mitgenommen. Ah, die einzige Passage mit ihr hier im Wasser gibt es ja nicht. Gibt ja nur die, wo man mit Lanky langs kann. Jo. Da gibt's nichts, also kann man nichts mehr holen. Das ist ja Donkey Kong. Gibt's auch nichts. Da waren wir drin, da habe ich auch alle Bananen mitgenommen. Ein Donkey-Schalter. Mann. Das war der Donkey-Schalter. Was war denn da? Ah, für Lanky, stimmt. Glaube ich. Und auch das war die Donkey-Musikplatte. Hey Mann, das kann doch nicht wahr sein. Warum finde ich die gottverdammten Bananen nicht? Banana. Sie fehlen mir ja noch wirklich übelst viele Bananen. Das kann doch nicht wahr sein. Naja, egal. Ich glaube, ich mache das offscreen. Ein anderes Mal machen wir das. Weil wir können ja sowieso zum Endgegner. Ich glaube, es kostet 120 Eintritt, so wie ich das weiß. Nein, 100 glaube ich sogar nur. Da müssen wir nur Diddy draufstellen und die Sache ist gegessen. Ich glaube, dann bashen wir noch in diesem Part schnell den Endboss dieser World. Ich gucke mir mal ein paar Zeiten mal an, wo das Zeug ist. Ich schläge keine Frauen. Wo
Oh Mann. Ich möchte irgendwo noch die letzten Bananen finden. Ich kann es mir im Verrecken nicht denken, wo die sind. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich möchte euch jetzt nicht ständig mit irgendwelchen langweiligen Gesuche aufhalten, weil ich wirklich keinen Blassen habe, wo die letzten Bananen sein könnten. Mal gucken, vielleicht kann ich sie ja in einem Let's Play sehen, in einem anderen oder was weiß ich. Wo. Das reicht nicht, oder? Und die Zahl ist schneller als die an der Tür. Ficken, es war auch 120, ja. Muss ich halt den anderen holen. Dann muss ich wechseln zu Didi. Ging jetzt in die Hose. Meine macht immer noch gib. Okay, ich habe 5 Minuten Zeit für den, ein bisschen mehr als 5, für den Endgegner dieser World. Kein Problem sein, er ist auch nicht so stark, der kann auch nicht viel. Ja, willkommen zum zweiten Endgegner dieser Welt. Also nicht von dieser Welt, sondern allgemein vom Spiel. Kommt der zweite Endgegner. Es ist ein Gegner, der nicht aussieht wie ein Gegner, aber einer ist. Wir werden sehen, was für Gefahren Didi trifft. Oho, war das tief. Was schwirrt denn hier so herum? Ha, du Opfer. Oh oh. Ich hab seinen kleinen Bruder zerquetscht. Wollte ich nicht. Eben, ich muss sagen, das wollte ich doch nicht. Der ist echt schwächlich, der kann gar nichts. Geh baden, kleiner Mann. Krieg und Sprungbett. Okay. Der Sound, der Boss, das ist immer ähnlich. Ganz Level Sound, man doch. Fliegt ins Wasser, das Lava ist, Wasserlava. Er war nicht lustig. Okay, das letzte Mal hat mit seinen Red Eyes will er mich kaputt hauen. Triffst du mich nie im Leben. Aua, hab ich doch getroffen. Der Nachhall seiner Feuerbälle hat mich aufgesnackt. Aua, bleib nicht hängen. Warum macht er das denn? Was? Und das letzte Mal und er ist kaputt. Das sieht da schön in diesem Sinn. Ich würde sagen, wir gehen mal aus der Welt hier raus. Ich hab's ja wirklich genug gesehen. Wir haben fast komplett, aber wisst ihr was? Das Let's Search, den Kack, das kann man wirklich noch später machen. Weil ich denke, wenn wir müssen ja sowieso hier nochmal mit Chunky rein, wenn wir das Level komplett haben wollen. Und da wir das ja komplett haben wollen, muss ich es mir halt bis dann mal nachgeschaut haben. Oh, ich hätte wahrscheinlich gerade mit Lanky gehen können, aber. Zweites Schloss geknackt. Freunde. Man, da lacht, wie manche Leute nicht lustig sind.
Es macht sich diese Schwingteile hoch. Schwing, schwing. Und ja. So kommt man auch nach oben. Und es öffnet sich Fabrik Fatal. Und der Aqualtraum öffnet sich auch. Die fünfte Welt. Die ich ebenso hasse wie diesen Käfer. Doch gerade ein super Abschluss fürs heute, für den heutigen Part. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Viel Spaß bei allem anderen. Auf Wiedersehen.